Hallo, willkommen zum neuen Video. Das Fährtehebnis seht ihr auf der rechten Seite. Ist diesmal ein Motortank mit einem Wikinger. Wie immer nutze ich opake Weiß- und Schwarzfarben und alle anderen Farben sind transparente Farben. Ich habe jetzt die Abdeckschablone draufgelegt, um zu gucken, wo der Wikinger hinkommt. Und mache dann jetzt freihand das Weiß. Alles, was an Overspray über diese Sache rübergeht, kann man leicht wieder wegbekommen. Von daher ist es jetzt nicht so wichtig, dass es hundertprozentig eine scharfe Kante gibt. So, wie immer bei den transparenten Farben, je weißer man die Vorlage legt, desto brillanter kommen nachher die Farben raus. So, natürlich gibt es aber auch eine Vorlagenschablone dabei, wenn man das scharfkantig haben möchte. Mir ist das jetzt bei dem Bild da egal. So, jetzt geht es weiter mit der zweiten Schablone. In dem Fall ist es jetzt die erste schwarz. Wie bei Motorrädern oder Sachen, die halt eine gewisse Wölbung haben, ist es auch hier so, dass jetzt halt in der Mitte des Tankes die Schablone von oben bis unten einigermaßen gerade aufliegt, aber gerade im Bereich des Schildes und der Axt muss man dann nochmal nachjustieren. So kann man also jetzt von oben bis unten auf einer Gerade runterarbeiten. Und die Schablone liegt gut an. Wenn man natürlich auf Papier oder sowas arbeitet, dann ist das kein Problem. Das kann man jetzt gleich schön sehen, wenn ich den Schild runterdrücke, dass der halt nicht glatt aufliegt. So, das war das erste Schwarz. Alle Details, alle Anlagepunkte sind in der Schablone drin. Der ganze Schablonsatz hat 4700 Vektorpunkte, das heißt also 4700 Details, die man in den 10 Minuten sprühen kann, um den Wikinger fertig zu machen. Jetzt kommt das zweite Grau. Man kann dabei auch schauen, dass man nicht alles in einem Grauton macht, sondern halt da schon ein bisschen vorher plant, was für Farben nachher verwendet werden. Und wenn man dann zum Beispiel dem Umhang oder dem Schild schon einen dunkleren Ton verpasst, dann werden nachher die Farben auch dunkler. So, jetzt ein bisschen Freihand modellieren, das heißt Sachen, die ein bisschen weiter hinten sind, im Bild dunkler machen. Jetzt kommen zwei Schablonen für das Gesicht. Beide mache ich mit einem leichten Grau. Weil diese jetzt zum Beispiel den Bart und die Haare macht, kann man natürlich auch eine andere Farbe setzen. Der ist jetzt halt dunkelhaarig. So, jetzt geht es auf die transparenten Farbtöne. In dieser Schablone sind die metallenen Teile, das heißt also das Kettenhemd, Helm und Axt. Und ich nutze halt ein dunkelblau, mit dem ich leicht drüber gehe. So entsteht ein graublau, was für so die Darstellung von Metall eigentlich das Beste ist. So, jetzt kommt alles, was Holz oder Leder ist, plus die Schwingen am Helm. Und jetzt kann man auch ganz schön sehen, was das Schöne an den transparenten Farbtönen ist. Das ist also den Vorteil, dass man
direkt auf dem Untergrund die Farben mischen kann. So bekommt man halt mit einem Rot und einem Hellbraun bekommt man halt einen dunklen Rotton oder einen dunklen Braunton hin. Ohne dass man eine Schablone und Pistole sauber machen muss oder Farbe anmischen muss. Man kann es halt wirklich auf dem Untergrund machen. Beim Schwingen am Helm habe ich mir gedacht, dass das Rabenfedern sein könnte. Von daher habe ich es dunkel gemacht. Natürlich kann man da auch jede Farbe nehmen. Insgesamt bei Farben sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu bunt wird, weil dann wird das Ganze doch manchmal sehr kitschig. So, das ist jetzt die Schablone für die Hauttöne. Das heißt also Gesicht, Oberarme und Hände sind drin. Da ist es halt schon vorgegeben bei den Hauttönen, bei dem gesteppten Wams da unten und der Messerscheide kann man Farben noch frei wählen. Auch da nutze ich halt jetzt das Grün und Dunkelblau, um wieder eine dunklere Version zu machen. Insgesamt versuchte ich es halt den Wikingern nicht allzu zu bunt zu machen. Also alles hat, also sind jetzt keine klaren, reinen Farben drin, sondern alles ist quasi mit Schwarz schattiert. So, jetzt kommt der Umhang. So, und für die Armschlaufen am Schild habe ich jetzt halt ein Dunkelgrau genommen. Und dann wäre das jetzt von den Farben her jetzt beim Wikinger fertig. Jetzt kommen zwei Schablonen mit Weiß. Das heißt also, das ist die erste Schablone und in der sprühe ich das Weiß mit 50% Deckkraft. Soll halt da sein und Details liefern. Aber soll jetzt nicht hundertprozentiges Deckweiß sein. So, wie was ich vorhin schon gesagt habe, also beim Schild und bei der Axt, da muss man halt immer noch mal die Schablone nachjustieren. Dadurch, dass die Biegung da ist, ist es halt immer so ein bisschen, dass es da nicht so passgenau ist. Was auf glatten Flächen natürlich gar kein Problem ist. So, und wie all bei den neuen Schablonen ist jetzt das finale Weiß, also das, was man 100% ausmalen kann, in der Abdeckschablone. Da die sich ja an der ersten Schwarz richtet und alle feinen Details in der ersten Schwarz drin sind, kommen jetzt halt die feinen Details in Weiß dazu und es richtet sich halt nicht nach der Umrissen des ersten Schwarz, von daher ist es eigentlich immer passgenau. So, jetzt machen wir die Hintergrundgestaltung. Ich habe jetzt da den Tor mit seinem Hämmerchen und nutze jetzt halt die Abdeckschablone einer Wolke. Helle drumherum alles auf, sodass man halt eine dunkle Wolke hat. So, das ist jetzt relativ einfach für den Hintergrund. Das Ganze wird jetzt gleich blau eingefärbt und jetzt kann man gleich auch sehen, dass wo viel weiß ist, also gerade im oberen Teil im Zentrum, dass dann die Farben auch wesentlich leuchtender und kräftiger rauskommen, als da, wo nur so ein leichter blauer Nebel ist. Leichter weißer Nebel ist, der nachher blau wird.
So, jetzt nutze ich halt ein hellblau. Wird sowas sein wie Cyan, also jetzt, was man auch aus den Farben beim Drucker kennt. Und man kann schön sehen, dass da gerade oben bei den Wolken, dass da verschiedene Blautöne entstehen, einfach durch die verschiedenen Weißtöne, die im Hintergrund sind. So, jetzt wechseln wir wieder auf Weiß. So, jetzt machen wir den Donnergott. Besteht aus zwei Schablonen. Einmal ein volles Weiß, was jetzt diese Schablone ist. Und danach nochmal einen leichten Weißton. Und da muss man auf nichts aufpassen. Einfach nur die verschiedenen Weißtöne aufbringen. Schon hat man halt ein extrem detailliertes Bild. So, und über alles gehe ich nochmal mit dem Hellblau rüber, sodass das die Anmutung hat, als wäre es im Hintergrund. Und jetzt gehe ich mit Weiß nochmal über die Wolkenrücken gleich rüber. Und ich nutze nochmal die erste Weißschablone von dem Tor, um noch ein paar Sachen so ein bisschen rauszuheben, dass es ein bisschen mehr raussticht. Natürlich auch die Gegenschablone nehmen von der Wolke, wenn man das nicht frei machen möchte. So, und hier bei dem Weiß des Donnergottes nur einige Stellen, das heißt also, ich nehme die Blitze mit und arbeite ein paar Stellen raus, die ein bisschen herausscheinen. So, das sind jetzt ein paar Sternsprenkel oder Schnee, wie man das sehen will. Jetzt kommt Freihand Blitz. Einfach so nah mit der Pistole zum Untergrund gehen, wie es die Pistole oder Nadel zulässt. Also fast, dass die Düsenkappe den Untergrund fast berührt. So, jetzt könnte man normalerweise noch mal ein bisschen größeren Abstand über dieses rübergehen, dann noch eine leichte Weißaura machen und das dann, wie es jetzt hier ist, mit Blau einfärben. Man kann aber jede andere Farbe nehmen. Auf der rechten Seite kann man mal sehen, dass ich eine Variation gemacht habe mit dem Runenkranz um den Hammer. Und das Ganze auch noch mit einem leichten Grünton eingefärbt habe. Und da kann man natürlich jede Farbe nehmen, die man möchte. So, jetzt nutze ich nochmal die Abdeckschablone von dem Hammer. Sprühe noch mal so eine leichte Aura drumherum. Und setze noch ein paar Sternchen direkt in die Augen. Und generell kommen noch ein paar Sterne so dazu. So, und jetzt muss ich noch den Boden machen, auf dem der Wikinger steht. Das ist auch eine zweiteilige Schablone, einmal leichtes Grau, einmal volles Weiß.
Das ist jetzt das leichte Grau. Und da sind halt Bodenstrukturen und zwei Skelette dort. Kann man natürlich auch noch für andere Bilder verwenden, wenn man einmal die Schablonen hat. Ist halt ein schön detaillierter Boden. So, und jetzt nutze ich nochmal das Schwarz, um unter die Füße nochmal einen Schatten zu setzen, damit der ganze Wikinger nicht in der Luft schwebt. Und dann wäre das Bild fast fertig. Ich mache jetzt noch einen Stern dazu, der ein bisschen größer ist und diesen Lichtkreis hat. Und ein paar Highlights auf das Beil. Wenn es gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bis demnächst. Ciao.